So, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Und wir haben die Endstation erledigt. Die gute Pearl Hathaway hat sich heute entschieden, ein wenig die Radieschen von unten anzugucken. Oder beziehungsweise nicht heute, sondern in der letzten Folge. Und du bist jetzt wer? Mr. Sterrick, ich sagte, ich will nicht gestört werden! Oh, das haben wir uns sehr angepisst. Well, break your own to see in such a moment I but ask that you remember me, that you remember me. Crawford. Ihres Glanzes, beraubt durch die Hand dieses Wilden. Er muss Gerechtigkeit erfahren. Pearl braucht keine Gerechtigkeit. Pearl würde Rache wollen. Ihre Passion ist bewundernswert, Miss Thorn. Aber unsere Gefühle dürfen nicht die gesetzlichen Strukturen der Gesellschaft zerstören. Wenn wir das tun, siegt der Feind. Es soll im Verborgenen geschehen. Miss Fry wird am Galgen baumeln. Und ich zerfleische ihren Bruder, wenn er kommt, um sie zu retten. Ich schätze, es muss getan werden. Aber kein Risiko. Verstärken Sie die Templerpräsenz in London. Nur wir beschützen diese Stadt des Lichts. Ja, Crawford. Und dann betreten wir das Gewölbe und werden die Schatten gemeinsam verjagen. Ein Brief. Für mich? Okay. Na, du hast wieder ein bisschen mit dem Laden heute. Ah, okay. Gut. Sterbeck ist der große Gegner. Jetzt fangen wir mit Kapitel Nummer 6. Wir haben noch 6, 7 und 8 und dann nochmal durch. Ah, wir dürfen nur 6 machen. Also fangen wir mit Kapitel 6 an heute. Der Sturm auf die Bank. Nachdem Jacob den hinterhältigen Plan von Pearl Hathaway auf die Schliche gekommen war, eliminierte er sie und holte die Verbrennungskraftmaschine von den Templern zurück. Jacob stößt durch einen mysteriösen Brief auf eine Verschwörung, die Londons Goldreserve in Gefahr bringt, während Ivy einen neuen Plan gegen Lucy's Zorn schmiedet, um Schlüssel zum Eden-Grabtuch zurückzuholen. Was haben wir denn hier? Boiler. Die Einmischung von diesem Dredge bringt uns alle ins Grab. Er hat sich heute an der Royal Exchange rumgetrieben und viel zu viele Fragen über die Bank gestellt. Falls er hinter meinen Plan kommt, steht dir weit Schlimmeres bevor, als nur die Arbeit zu verlieren. Gezeichnet, Plutus. Dieser Plutus ist also Starricks Banker, hm? Ich denke, Dredge könnte mich zu ihm führen. Wenn du raus spielen gehst, versuch doch bitte nicht die moderne Medizin oder das Londoner Transportnetz zu zerstören. Das bringt mich nicht zum Lachen. Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Sie sind abhängig von der Stadt. Ich war es nicht, der Lucy Thornen kommen ließ. Ein Fehler, den ich sofort wieder gut machen werde. Ein Brief. Für mich? Aha. Okay, die nächsten Teile der
Welt steht an. Wir haben hier noch eine Mission. Und Vertrag ist Vertrag. Wir sind ja Level 6 mittlerweile. Das heißt, wir können hier hin. Und werden dann mit der Mission auch heute beginnen. So. Was für vermehrende Angriffe nacheinander führt, die Kommazeichen gibt im EP. Ja gut, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, aber als wir die Jungs sehr gut haben. Aber wie gesagt, ich, zum Beispiel das war jetzt am Bahnhof, ich arbeite halt immer gerne und mache das gerne komplett in einem Rutsch. Oder versuche alle Gegner zu holen. Gut, beim Plan war jetzt klar irgendwie, dass wir es nicht machen können, weil da viele, viele Gegner noch drumherum waren. So, ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwas haben, was jetzt tatsächlich helfen könnte. Wir haben 3 Punkte. Wir brauchen insgesamt noch 7, um auf Level 7 zu kommen. Warte mal, was ist denn hier unten? Sechs. Ich habe jetzt nicht 20, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich unbedingt haben. Dann nehmen wir erstmal die. Machen wir das hier mal kurz eben weg. Einschüchterung. So, also. Dann, let's go. Gucken wir mal, was wir heute machen. Ja, merkt schon, dass auf jeden Fall mehr oder weniger Feindpräsenz hier ist. Aber wir schon wie ordentlich was gut geschafft haben, muss ich sagen. So, hier oben ist die Mission. Und die gehen wir heute auf jeden Fall auch an. Nämlich Vertrag ist Vertrag. Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Ja, nicht mehr lange. Lasst sie in Ruhe. Hey! Legt euch doch mit mir an. Hinterher! Na super. Wieder eine Verfolgungsjagd am Morgen. Ernsthaft? Gut so. Ja, Verbündeter wird angegriffen. Lass mich doch mal in Ruhe. Oh, tschüss. Ich sehe mal. So, ist der erledigt oder was? Ich leck mich doch am Arsch, der wird um mich angegriffen, oder was? Oder habe ich jetzt gerade alles erledigt? Weiter so.
Da ist der nächste dran, oder was? Ja, ist ja gut. Ich sehe das ja. Manchmal will aber mein Charakter nicht so, wie ich das gerne will. Jaha! Ich glaube, das ist der letzte. Der soll ja insgesamt drei sein. Ich habe zwei haben wir jetzt geholt. Lass mich in Ruhe. So, jetzt haben wir's. Lass mich doch in Ruhe. Komm her jetzt hier. So. Erledigt das jetzt. Die Omnibusfabrik erreichen. Sollen wir jetzt. Jacob. Da ich, Ed Bailey, der einzige Omnibus-Hersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich nur für Sie arbeite. Ich kenne gute Männer. Ja gut, hätte wir ja mal getötet in einer der letzten Folge und die Omnibus haben wir schon früher gemacht. Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Ruhig, ruhig. Okay. Den Vertrag aufspüren. Wenn wir nicht unbedingt vor die Karre fahren. Na, können wir schon hin. So. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Geh doch, Martin. Ich wollte gerade sagen, hol dir mal den Scharfschützen hier. Ah gut, da sind noch unsere Leute noch dabei. Gut so. Natürlich ein paar Gegner jetzt hier, ne?
Jetzt hab ich dich. Für 18 Dollar, na super. Nee, hau ich nicht. Naja, geh du ruhig. Haben wir noch irgendwelche Feinde irgendwie in der Nähe? Ja, wir haben noch einige. Ah, super. Haben wir denn hier die Kiste? So, meine Güte. Keine Sorge, den Gangerführer kriege ich schon noch irgendwie hin. Die ist da oben, ne? Da ist die. Ja, schnell kack mal das Schloss. Ich will es mir eben mitnehmen. Oh. So, jetzt fehlen mir noch die zwei Handysitze da unten. Die kriegen wir auch noch hin. Vor allem werden alle ihre Leute da niedergemetzelt und alles. Die Jungs unterhalten uns ein bisschen. Ja, alles ist gut. Gehen wir schon hin. Keine Sorge, das ist. Hey, was will die denn hier? Hier ist doch hier. Hol mir die Scheiße aus dir raus. Ist mir egal. So, erledigt. So, und jetzt holen wir uns den Big Boss da, Gangernführer. So, ich lasse mal liegen, ist mir egal. Ich muss mich jetzt nicht um den Typen da kümmern, sondern ich gehe zurück zur Fabrik, beziehungsweise zum Ziel. Und dann nochmal die Aufgabe hoffentlich auch erledigt dann.
zähle auf dich, verstanden? So, wir müssen ja hier hin, wo das Leuchtetchen. Erledigt. Ruffs Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Och, sie sind ein gottverdammter Segen. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Gern geschehen. So. Aufgabe erledigt. Vertrag ist Vertrag. Das Ziel, die Fabrik nicht verlassen lassen. Okay, das haben wir ja. Ist halt bitter jetzt, dass es halt so passiert ist. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was als nächstes so ansteht.